Weiter geht's mit Project Zero 3 und diesmal hoffentlich nicht asynchron. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Aber das ist echt scheiße. So, im letzten Part haben wir dieses komische Puzzleteil gefunden. Und das müssen wir jetzt irgendwo einsetzen und ich habe vergessen, wo. Ich glaube, es war ganz oben, oder? Ich gehe da jetzt auf jeden Fall hoch. Ja. Nach dem Einfügen des Steins des Schlafes bewegte sich die Vorrichtung. Eine winzige Schrift ist in die Steintafel eingraviert. Gravier die gleiche Anzahl Schmerzen in das Podest, die im Stein des Schlafes eingraviert sind. Ich weiß gerade nicht, was ich machen muss. Ich glaube, ich muss die in die richtige Reihenfolge bringen oder so. Okay. Jetzt sind hier so... Anscheinend hat sich die Tür geöffnet. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe, aber war wohl richtig. Ja, Rei-chan, dann geh da mal durch. Das ist toll, nach Sailor Moon immer noch jemanden Rei-chan nennen zu können. Huch, mein Stuhl quietscht gerade voll. Ich muss mich mal irgendwie anders hinsetzen. Oh, jetzt kommt bestimmt irgendein Geist, oder? Sehe ich eine Tür auf der anderen Seite des Daches, wenn ich über das Dach laufen müsste. Wie? Wo ist denn der Rest vom Satz? Diesmal habe ich aber nichts weggeklickt. So, jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein. Damit die gute Lady nicht abstürzt, und da sind wir schon gut. Hab den Satz erst beendet, als es schon nicht mehr nötig war, aber ist egal. So, was gibt's hier? Was ist das? Eine Tür? Guck die mal an. Wo guckt die denn hin? Dahin. Da glänzt was auf dem Boden. Zwei Mandarinenmuster ist in den alten Schlüssel eingraviert. Ich habe etwas für die Kamera Obscura gefunden. Du hältst die Ausstattung ausweichen. Hat ein Geist sie erwischt und sie drücken rechtzeitig den Auslöser, können sie dem Angriff ausweichen. Okay. Uah! Ich wusste, da kommt einer. Fuck. Hey. Wo ist der? Ich glaube, der kommt wieder von hier, oder? Da. Na, von wo soll er auch sonst kommen? Ist ja echt eng hier. Irgendwie fotografiere ich von dem immer nur so ein Stück vom Kiefer. Und von der Schulter. Komm. Was? Ich sterbe mit niemandem. Was bimmelt hier? Hört ihr das Ding? Jetzt nicht mehr. Da geht der Yu wieder unten in die Tür, aber für die haben wir ja jetzt einen Schlüssel.
Ich überlege gerade, wie ich nochmal dahin komme. Oh, werde ich schon irgendwie hinkriegen. Gibt ja nichts, was ich nicht hinkriege. Und rein mit dir. Halt, wir müssen, glaube ich, hier unten runter. Und dann wieder durch diesen komischen quadratischen Gang mit den Schatten. Da möchte ich eigentlich nicht hin, weil der ist total unheimlich. Aber da kommen wir jetzt, glaube ich, nicht drum rum. Huch. Wenn ich jetzt mal den Fernseher mit der Aufnahme vergleiche, ist die Aufnahme etwas rotstichiger. Also eigentlich ist das Ganze ein bisschen blasser, als ihr das jetzt seht. Da sind die wieder. Das ist so gruselig hier. So, wo ist jetzt der Ausgang? Ach, direkt die nächste Tür. Grabinnenhof hätte auch Grabinenhof heißen können. Da, geh durch. Ist ja schon schön hier. Friedhöfe haben sowas Friedliches an sich. An der Tür ist ein altes, robustes Schloss, bla bla. Du hast den 12-Mandarine-Schlüssel verwendet. 12? 2? Wie komme ich jetzt auf 12? Keine Ahnung. Ja, dann mach rein in die gute Stube. Oh, juhu, warte. Ja, genau. Oh. Hallo, zu hell. Und wir sehen schon wieder den Unfall? Nein, doch nicht. Ach, die ist schon wieder wach. Das ging aber jetzt fix diesmal. Derselbe Innenhof, dasselbe Grab aus dem Wachtraum. Im Traum war Yu drinnen. Es befindet sich ein alter Film in der Kamera Obscura. Sie halten einen modrigen Film. Ja, ich würde sagen, wir lesen jetzt aber erstmal, was ich da bekommen habe. Im Haus gab es, also Haus des Schlafes, im Haus gab es einen Innenhof. Es schneite. Es gab eine Reihe von Gräbern und ein noch älteres Haus ragte dahinter auf. Wenn der Traum eine Fortsetzung von dem ist, den ich im Geisterhaus hatte, ist Yu dann dort? So wie zuvor? Wer weiß, Rei, willst du das wirklich wissen? Ich eigentlich nicht. So, wir gucken noch mal in den Schrank. Er kennt mich ja jetzt. Geht ja schnell. Immer noch nichts. Irgendwann wird da einer sein. Hoffe ich. Oh, Telefon schon wieder. Warum geht Miku nicht dran? Yes, Kurosawa speaking. Rei, ich bin's, Miku. Guten Morgen. Ah, da, deswegen. Okay. Ich habe alle Informationen zusammengetragen, die mir gestern der Redakteur über die Frau gab. Ich will, dass du sie dir ansiehst. Alles liegt auf dem Schreibtisch in meinem Zimmer. Also sieh dir das bitte an, wenn du magst. Ich bin etwas besorgt wegen dieser Sache. Es gibt noch etwas, das ich überprüfen will. Ich komme wieder, sobald ich fertig bin. I understand. Im Original hat sie bestimmt sogar Katta gesagt. Nein, immer noch die Topfpflanze und nicht die Katze. Okay. Falsch. Kann man sich als Fotografin so ein Haus finanzieren? Ich meine, verdient man damit so viel? So, wo entwickelt das?
Ja. Sieht aus wie der Grabhügel im Hof beim Treppenhaus. Vielleicht gibt mir das Foto irgendeine Information. Schwarze Flecken in Menschenform auf der Wand eines engen Ganges. Vielleicht kann ich etwas darüber herausfinden. Ich weiß ja nicht, aber das alles haben wir auch so gesehen. Da hätten wir jetzt nicht die Fotos für gebraucht. Weiß jetzt nicht genau, wofür das gut war. Uah! Fuck, zu spät. Boah, hat die mich erschreckt. Jetzt kommen die Geister schon in der Wachwelt. Hier jemand? Nein. Boah, ich habe da jetzt echt nicht mit gerechnet. Boah, falsch. So, dann gehen wir jetzt in Mikus Zimmer und gucken uns an, was sie da hingelegt hat. Das ist Mikus Zimmer. Ich betrete es nicht gerne, wenn sie nicht da ist. Mach's jetzt aber trotzdem, ne? Ja. Mikus Zimmer ist aber freundlicher als deins. Auf dem Schreibtisch sind ein kleiner Ankleidespiegel und eine Lampe mit Papierschirm. Miku hat den Schirm und das Tuch über dem Spiegel selbst gemacht. Wow. Ja, Miku ist ein Allround-Talent. Auf der Kommode sitzt eine japanische rot gekleidete Puppe, die Miku von zu Hause mitgebracht hat. Ich weiß ja nicht. Puppen sind unheimlich. Mikus Schreibtisch ist immer sehr aufgeräumt. Wenn ich mir meinen angucke, der nicht. Es liegt ein Stapel mit Referenzen und Mikus Notizen auf dem Schreibtisch. Sie sagte, sie hätte sie für mich zusammengestellt. Yoshino Takigawa. Die Frau auf dem Foto. Name Yoshino Takigawa. 26. Sie ist die einzige Überlebende eines Flugzeugabsturzes im August. Es folgt der Bericht des Reporters Osawa, der darüber berichtete. Beim Flugzeugabsturz wurde Frau Takigawa aus dem Flugzeug geschleudert und blieb unversehrt. Die Laube, auf die sie fiel, wirkte wie ein Polster. So wurde sie auf wundersame Weise gerettet. Bei ihrer Rettung hatte sie leichte Verbrennungen, Prellungen und Kratzer, schwebte aber nicht in Lebensgefahr. Da man sie erst nach 4 Tagen fand, war sie ausgetrocknet und schwach und litt offenbar psychisch. Sie war 4 Tage umgeben von anderen Opfern, den Leichen ihrer Verwandten und ihres Geliebten. Das Folgende erfuhr ich von jemandem in der Aufnahme des Krankenhauses. Nach der Einlieferung hatte sie große Angst, allein zu sein oder zu schlafen. Sie hatte schlimme Träume und verletzte sich zum Wachbleiben. Aber sie schlief immer mehr, bis sie fast den ganzen Tag schlief. Man dachte, sie wegen ihres Traumas so lange schlafen zu lassen. Ja doch. Man dachte, sie wegen ihres Traumas so lange schlafen. Man dachte, sie würde wegen ihres Traumas so lange schlafen? Ich weiß es nicht. Und dann wurde ihr Zustand langsam schlechter und sie schlief 3 Tage durch. Als sie aufwachte, hatte sie Halluzinationen und sagte: Schmerzen, ich habe überall blaue Flecken. Als es schlimmer wurde, reagierte sie immer weniger auf ihre Umwelt und murmelte wirres Zeug oder sang Schlaflieder. Die letzten 7 Tage schlief sie und der Rest war so, wie es Ray sah. Es ist alles nur Krankenhausgerede, aber das Personal redet über urbane Legenden wie Takigawa, die sie verschwundene Patienten nennen. Zwischen den Seiten von Mikus Notizbuch liegt die Kopie eines Zeitungsausschnitts, versehen mit dem heutigen Datum. Patient verschwunden. Patient verschwindet. In der Nacht des 9. verschwand eine Patientin von ihrer Station im Katsuragi-Krankenhaus und die Polizei sucht nach ihr. Die vermisste Person ist die einzige Überlebende eines Flugzeugabsturzes im August, Yoshino Takigawa, 26. Frau Takigawa wurde nach dem Unfall psychisch instabil. Bei ihr wurde ein posttraumatisches Stresssyndrom festgestellt und sie wurde als Langzeitpatientin eingewiesen. Die Reaktion des Krankenhauses? Wir untersuchen den Vorfall. Na klar, das ist ja immer so. Frau Takigawa verlor bei dem Unfall ihre Familie und man ist besorgt um ihren aktuellen Verbleib. Es gibt noch mehr zu lesen. Das Bild auf dem Tisch war flach hingelegt worden. Ist das ein Foto von Miko? Miko und ein Mann. Das Foto zeigt Miko mit einem netten jungen Mann. Ihr Freund? Nein, eher Bruder und Schwester.
Sie war immer fröhlich, aber ich glaube nicht, sie jemals so glücklich gesehen zu haben. Ich wusste, sie hatte ein Familienmitglied verloren. Könnte diese Person auf dem Bild... Ja, das könnte sie. Meine Güte, das ist ein reines Lesespiel irgendwie. Aber ist egal, ich will ja, dass ihr alles mitbekommt und nichts von der Story verpasst. Miku Hinasaki. Das Mädchen, meine Assistentin, die Schwester von Yus bestem Freund. Sie verlor einen Angehörigen. Ein Foto zeigt sie mit einem jungen Mann, der wie ihr Bruder aussieht. Sie ist immer eine fröhliche Person, aber ich sah sie nur selten mit so glücklichem Lächeln wie auf dem Foto. Ich frage mich, ob ihr die Person, die sie verloren hatte, sehr nahe stand. Vielleicht war es jemand Besonderes, so wie bei mir. Ich würde mal sagen, jemand, der für einen anderen durch so eine gruselige Villa wie im Project Zero 1 läuft, der dann stehen die Leute sich nahe. Menschenförmige Flecken. Im engen Gang auf der anderen Seite der Türe, wo das Stöhnen herkam, hing heiliges Seil und Papier. Die Wände waren mit menschenförmigen Flecken bedeckt. Es gab einen schwarzen Flecken, als Yoshino Takigawa weg war. Ist an den Wänden etwas passiert? Ih, sind das alles Tote? Das war unschön. Spurlos verschwunden. Miku fand heraus, dass Yoshino Takigawa fast die ganze Zeit schlief, bevor sie verschwand. Nach dem Unfall schlief sie mehr und immer länger, und wenn sie erwachte, summte sie so etwas wie ein Schlaflied. In medizinischen Kreisen gibt es wohl Gerüchte über ähnliche Fälle. Verschwundene Patienten. Eine weitere dieser urbanen Legenden? Gute Frage. Mehr dazu erfahren wir hoffentlich im nächsten Part.